Verdammt, warum geht sie nicht ans Telefon? Sie werden jetzt abheben. Milana, Steph! Milana, Steph! Milana, Steph, hallo! Oh, hallo Mädels! Hallo Camille! Hallo Amina! Wo zum Teufel seid ihr? Wir haben euch vermisst. Meine Güte, Mädels, ich habe euch auch vermisst. Ihr seid meine besten Freundinnen. Unsere Eltern haben beschlossen, nach Miami zu gehen und sie haben uns mitgenommen. Sie müssen ein paar geschäftliche Dinge regeln oder so. Wow, Miami. Was für ein Glück ihr habt. Sonne, Meer, Sommer, Strand. Und hier ist es so kalt. Wann kommt ihr zurück? Der Campus ist so langweilig ohne euch. Wir sind bald wieder da. Langweilt euch nicht. Ja, wir langweilen uns hier eher, ja? Milana! Mädels, ich bringe euch eine Menge Kosmetik aus Miami mit. Camille, ich hoffe, du starrst nicht auf Mädchen in Badeanzügen, Camille. Du musst dir keine Sorgen machen, er guckt nicht. Ich habe alles okay, unter Kontrolle. Okay, ich glaube dir. Seht mal, Leute, das sind Camille und Amina. Hallo! Hallo Leute, wir vermissen euch so sehr. Oh ja, wir vermissen euch so sehr, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich vermisse euch echt richtig. Oh, hallo Leute. Leute, ihr müsst auf jeden Fall zurückkommen, es ist so was Heftiges hier. Kannst du nicht mal eine Minute stillhalten, Bubble? Du machst eine Menge Lärm. Goofy, hör auf, mir ins Ohr zu murmeln. Hey, Camille, Amina. Oh nein, die Verbindung ist unterbrochen worden. Und das nur wegen euch. Ihr macht nicht wütend, ihr Verlierer. Wo waren wir also? Lass weiterzocken, Alter. Du bist so groß, Hulk. Du hast so große Muskeln. Weißt du, woran das liegt? Das liegt daran, dass ich viele Bananen esse und viel Zeit im Fitnessstudio verbringe. Hulk, wenn ich viele Bananen esse, werde ich dann auch so stark und muskelbepackt wie du? Aha, auf jeden Fall. Es gibt noch ein kleines Problem. Hallo, Brudi. Dann tschüss, Brudi. Welches Problem, Hulk? Wenn ich viele Bananen esse, dann macht mein Hintern plopp, plopp. Igitt, ich habe meine Meinung über das Essen von Bananen geändert. Ich werde einfach in ein Fitnessstudio gehen. Ah, dann kann ich dir einen Proteincheck machen, Laura. Und zwar einen mit Bananengeschmack. Despacito, gerne ein bisschen despacito, gerne ein bisschen so ein bisschen randorido, ein bisschen rastosito, despacito. Proteinshake? Das macht mir nichts aus. Also Laura, wann küssen wir uns? Willst du mich küssen? Oh ja, also ich schon, aber ich mag auch Umarmungen. Nun, ich bin noch nicht bereit zum Küssen, aber ich mag auch Umarmungen. Despacito! Oh, Umarmungen! Die mag ich am liebsten. Ich liebe Umarmungen. Was zum Teufel ist denn hier los? Laura, du bist so weich! Du wirst mich zerquetschen, Hulk. Oh, das tut weh! Baby Angie, warum machst du das? Hulk, willst du meine Freundin erwürgen, Hulk? Wir haben uns nur umarmt, Angie. Ja, wir beide lieben Umarmungen. Eigentlich liebe ich Umarmungen auch. Lass uns gemeinsam umarmen. Nicht für dich. Despacito, kann ein bisschen gitter, Despacito. Mädels, ihr macht später einen neuen Test. Aber Lehrer Max, warum müssen wir den Test wiederholen? Wir haben noch alles richtig beantwortet. Sie hat recht. Prüfe noch wir einmal. Wir haben uns viel Mühe gegeben. Du sagst uns, wir sollen später einen neuen Test machen, aber du hast nicht einmal das Ergebnis überprüft. Sicher habt ihr euch bemüht, voneinander abzuschreiben. Ihr habt sogar alle die gleichen Fehler. Das war's, Mädels. Ihr macht später einen neuen Test, okay? Aber wir haben keine Zeit für einen neuen Test. Wir haben bald internationale Wettbewerbe. Wir sollten trainieren, anstatt Tests zu schreiben. Wenn wir den Wettbewerb verlieren, wäre das eine Schande für den Campus.
Hört auf, um Mitleid zu betteln, Mädels. Regeln sind Regeln. Das Erste, was man auf dem Campus tun muss, ist lernen. Lehrer Max, bitte. Lehrer Max, bitte. Lasst mich durch, Tennisspielerinnen. Lehrer Max, du brauchst gar nicht nachzusehen. Es ist alles in Ordnung. Ich zweifle gar nicht an dir, Ponka. Du bist meine beste Schülerin. Du bekommst sofort eine gute Note, okay? Lernt lieber, als euren Schläger zu schwingen. Kümmere dich um deinen eigenen Kram, Streberin. Du Bücherwurm. Aua, mein Hals. Ihr Dummköpfe. Das ist unfair, Lehrer Max. Du solltest uns nicht zwingen, den Test zu wiederholen. Sie hat recht. Wir sind der Stolz des Campus. Wir bringen nichts als Sieger auf den Campus. Du brauchst das gar nicht zu überprüfen, Lehrer Max. Ich habe keine Fehler. Gut gemacht, Bubble. Du siehst echt cool aus, Bonja. Das war's, Tennisspielerinnen. Denkt nicht einmal daran, die Bestnote zu bekommen, bis ihr einen neuen Test gemacht habt. Aber Lehrer Max. Ich hab gesagt, das war's. Bubble. Okay, bis später. Bye, bye. Hey, rate, welcher Becher das Papier hat. Du kriegst $100, wenn du schaffst. Oha, cool. Aber ich werde dich ohrfeigen, wenn du es nicht schaffst. Das ist nicht so cool. Lass mich raten und dann gibst du mir $100. Benz, habe ich dir beim letzten Mal nicht schon genug Ohrfeigen verpasst? Ja, ich hatte genug. Lass ihn lieber raten. Also, pass auf, okay? Achte auf die Becher. Benz, sag's ihm nicht, sonst gebe ich dir auch eine Ohrfeige. Eine Ohrfeige? Okay, okay. Also, ich tue das Papier in diesen Becher. Sag später nicht, es wäre kein Papier hier gewesen. Und jetzt lass uns neu mischen. Wow, wie cool. Hör auf zu tanzen, Baseballer. Pass lieber auf die Becher auf, ja? Wähl jetzt einen Becher. In welchem Becher befindet sich das Papier? Ich glaube in dem hier. Sehen wir mal nach. Und tada! Kein Papier da. Also gut, hol dir deine Ohrfeige ab. Haha, total verfehlt, Alter. Bist du verrückt, Baseballspieler? Es ist nicht fair auszuweichen. Benz, schnapp ihn dir. Er hat recht, schummeln darf man nicht. Aber nicht so fest. Oh Mann, das tut total weh. Und das ist von mir. Au, warum das denn? Das war nur der Bonus. Gehen wir, Benz. Bubble, runter. Ich kann nicht mehr, okay? Okay, lass mich runter. Und, bin ich schon aufgepumpt? Ja, ein bisschen schon. Lass uns was essen gehen. Hier, dein Sandwich, Bubble. Hier, dein Sandwich, Goofy. Dankeschön. Ich liebe Sandwiches. Ich kann nicht einen Tag ohne sie leben. Hey, Bubble, wusstest du, dass du dein Sandwich auf die falsche Weise isst? Bist du schon wieder oberschlau, Goofy? Ich esse es richtig, okay? Hier, schau mal her. Siehst du? Und dann schlucke ich, verstanden? Okay, Bubble, ich verstehe ja schon. Iss es lieber Stück für Stück. Es wird so viel besser schmecken. In der Tat, es schmeckt besser. So, es ist nicht okay. Lass mich einfach in Ruhe, Mann. Oh, Bubble, schau, Lehrer Max kommt. Wo denn? Er kommt gar nicht. Keine Sorge. Okay. Seht ihr das, Mädels? Oh mein Gott. Seid ihr verrückt, ihr Verlierer? Wisst ihr nicht, dass es hier ein Café auf dem Campus gibt? Ihr könnt in der Turnhalle nicht essen. Wir räumen auf. Keine Sorge. Wir räumen immer auf. Im Gegensatz zu euch. Hey, Bonja, cooler Schläger. Also echt cool. Autsch, wofür das denn? Halt die Klappe, Bubble. Und es gibt nichts, auf meine Beine zu starren. Okay, du hast recht. Raus mit euch. Hey, Bubble. Gib ihnen doch was von deinen Sandwiches ab. Was? Ich werde mein Sandwich mit niemandem teilen. Teil deins mal. Was soll das ganze Geschrei hier? Sieh sie dir an, Trainerin Catty. Jetzt ist das keine Turnhalle mehr, sondern ein Café.
Die Verlierer sind zu weit gegangen. Sie beschlossen, dass sie tun können, was sie wollen. Habt ihr die Regeln vergessen, Jungs? Es ist verboten, im Klassenzimmer und in der Turnhalle zu essen. Wir essen wohl ein bisschen. Wir räumen auf. Wir versprechen es, Coach Katie. Hundertprozentig. Ich höre nicht auf eure Versprechen. Ich werde zu Lehrer Max gehen und ihm alles erzählen. Verlierer, ich versteh's nicht. Habt ihr ein Hörproblem? Warum seid ihr noch hier? Verärgert uns nicht. Nehmt eure Reste und verschwindet, und zwar sofort. Ihr seid so gemein und arrogant, Tennisspielerinnen. Hoffentlich werdet ihr eines Tages vom Campus geworfen. Denkt nicht einmal daran, ihr Verlierer. Das wird niemals geschehen. Denn wir sind die Champions und wir bringen Siege auf den Campus. Aber ihr macht nichts als Ärger. Deshalb raus hier. Ihr seht trotzdem cool aus. Raus hier, Bubble. Lasst uns mit dem Training beginnen. Hey, hi Laura, der Unterricht ist vorbei. Wollen wir uns umarmen? Ich habe keine Zeit zu umarmen. Ich habe jetzt meinen Yogakurs. Oh wow, ich werde mit dir zum Unterricht gehen, ja? Willst du zum Yoga gehen? Dort gibt es nur Mädchen. Wäre das nicht peinlich für dich? Nein, warum denn? Ich darf doch auch Yoga machen. Ich kann auch den Lotussitz. Schau mal. Du bist witzig. Also was ist? Nimmst du mich mit zum Yoga-Unterricht? Das macht mir nichts aus, aber wird Coach Katie dich lassen? Mach dir darüber mal keine Sorgen, okay? Ich werde mit Coach Katie reden und sie überreden. Nun, okay. Ja, Mandy und Chuck. Disziplinlosigkeit herrscht wieder auf dem Campus und es ist so schlimm. Ihr seid doch eigentlich meine rechte Hand und linke Hand. Wow, also du bist dann die linke Hand und ich die rechte. Mäßige deine Forderungen, Chuck. Ich bin die rechte Hand, du bist die linke. Wen kümmert das schon, Leute? Redet mal nicht so viel Unsinn. Die Jugendlichen haben angefangen, sich daneben zu benehmen. Wenn das so weitergeht, dann muss ich dich feuern, Chuck. Verstehst du? Ich muss dich feuern. Sieh mir in die Augen. Wie meinst du das? So wie ich es gesagt habe. Und du, Mandy, willst nicht länger meine Assistentin sein. Und schau mich nicht so an. Du kannst mir nicht verwehren, dein Assistent zu sein. Wie kommst du darauf? Du wirst nirgendwo jemanden wie mich finden. Ich bin die gemeinste Verwalterin und alle Teenager haben Angst vor mir. Max, weißt du überhaupt, was in der Turnhalle los ist? Oh, ich weiß, was da gerade los ist. Die Tennisspielerinnen trainieren jetzt da gerade. Warte mal, Chuck. Lass mal eine Tigerin sprechen. Oh, entschuldige, Max. Tigerin, komm, sprich. Chuck, was redest du da? Pass auf, was du sagst. Ich bin der Einzige, der sie Tigerin nennen darf. Arr. Okay, Max. Weißt du, Max, die Teenager werden ganz schön dreist. Sie essen jetzt in der Turnhalle und nicht mehr im Café. Ich weiß sogar, von wem du sprichst. Du meinst die Verlierer. Mann, hier ist immer die Hölle los. Okay, dann kümmere ich mich selbst um sie. Ihr seid sowieso zu nichts Nütze. Ich vermisse dich so sehr, Max. Ich vermisse meine Tigerin. Arr. Arr. Tief durchatmen. Und wieder ausatmen. Einatmen. Trainerin Katie, bitte lass mich bei deinem Yogakurs mitmachen. Oh nein, was macht der denn hier? Warum ist er gekommen, frage ich mich. Ich verspreche, dass ich mich gut benehmen werde, ja? Und niemandem Unrecht tun werde. Jetzt verschlägt es mir wieder den Atem. Ausatmen. Eigentlich trainiere ich nur Mädchen, Hulk. Coach Katie, bitte lass mich auch beim Yoga mitmachen. Ich kann auch diese Yogateppiche für dich aufrollen und wieder ausrollen. Bitte. Also Mädels, nehmen wir Hulk mit ins Team?
Lasst die Leute in den Kommentaren schreiben, ob wir Hulk zum Yoga mitnehmen sollen oder nicht. Like das Video und abonniert unseren Kanal. Klickt auf das Glockensymbol und bleibt dran für unsere neuen Episoden. Auf Wiedersehen! Explosion, and that smile's gonna be the end.